und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministers des Innern und für Sport. Erfolgreicher Start in ein sicheres Jahrzehnt. Wir haben vereinbart eine Redezeit von 15 Minuten pro Fraktion. Herr Staatsminister Beuth, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestern haben wir die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der politisch motivierten Kriminalität vorgelegt. Daraus geht klar hervor, Hessen ist ein sicheres Land. Wir haben 2019 die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1978 zu verzeichnen. Es wurden außerdem so wenig Straftaten wie seit 40 Jahren nicht mehr registriert. Dabei wurde die höchste jemals gemessene Aufklärungsquote erreicht. Bei 2 von 3 Straftaten konnten die Täter ermittelt werden. Ein Straftäter in Hessen muss mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 damit rechnen, dass seine Tat aufgeklärt wird. Wir stehen am Beginn einer neuen Dekade. Es ist ein erfolgreicher Start in ein sicheres Jahrzehnt. Für die Erfolgsbilanz 2019 möchte ich der hessischen Polizei sehr herzlich Dankeschön sagen. Es ist Ihr Erfolg und es ist auch der Erfolg dieses Hauses, des Hessischen Landtags, weil wir unseren Ordnungshütern hier die Mittel bereitstellen, die sie für ihren wichtigen Job benötigen. Hessen gehörte 2018 zu den 3 sichersten Bundesländern in Deutschland. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch 2019 im Ländervergleich wieder ganz vorne mit dabei sein werden. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der hessischen Polizei, aber auch der Sicherheitsbehörden sehr herzlich für diesen Erfolg bedanken. Ich empfehle Ihnen, meine Damen und Herren, die Lektüre der Details in der Kriminalstatistik, auf die ich wegen der kurzen Redezeit von 15 Minuten heute hier nicht in allen Details eingehen kann. Als die polizeiliche Kriminalstatistik am gestrigen Tag nur wenige Stunden alt war, konnte ich wieder den immer üblichen und gleichen Ruf aus den Reihen der Opposition hören, das Land müsse nun endlich eine Dunkelfeldstudie durchführen. Ich hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das Land Hessen sich an dem großen sogenannten Viktimisierungssurvey des Bundeskriminalamtes beteiligen wird. Bis zum Sommer sollen bereits die ersten Umfragen bundesweit stattfinden. Wir werden diese Ergebnisse aufmerksam auswerten und natürlich auch Schlüsse für die Polizeiarbeit in Hessen ziehen. Allerdings drängt sich mir der Eindruck auf, dass es bei der fortlaufenden Forderung und Kritik gar nicht um die eigentliche Sache geht. Denn weil Sie ja wissen, dass es eine solche Studie geben wird, gibt es eigentlich keinen Grund, sie zu fordern. Es ist nichts anderes als der wiederkehrende Versuch, die herausragenden Ergebnisse der PKS zu relativieren und im Einzelfall sogar zu diskreditieren. Damit treffen Sie aber nicht die Landesregierung, meine Damen und Herren. Und das ist das, was mich besonders betrübt. Sie treffen die Arbeit der Polizei, die für diese Erfolge hart gearbeitet hat. Die Zahlen belegen jedenfalls, dass die Kolleginnen und Kollegen ihr Bestes geben, um für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Umso unverständlicher ist es, dass die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten im letzten Jahr weiter gestiegen ist. Inzwischen sind es mehr als 4.000 Fälle. Das sind seit 2015 dramatische 1/3 mehr. Unsere Polizeistudie hat gezeigt, dass 9 von 10 Schutzpolizisten schon mindestens einmal angegriffen wurden. Diese Angriffe hinterlassen dabei nicht nur körperliche Spuren. Für jeden 2. Polizeibeschäftigten, der einmal Opfer eines Angriffs wurde, sind diese Erlebnisse besonders belastend. Diese Zahlen machen betroffen und zeigen, dass wir unsere Polizisten noch besser schützen müssen. Ich werde deshalb weiter beharrlich eine höhere Mindeststrafe für Angriffe auf unsere Einsatzkräfte fordern. Egal, ob bei der Polizei, der Feuerwehr oder den Rettungsdiensten.
In jeder Uniform steckt ein Mensch, der seinen Job im Dienste unseres Landes macht. Dafür verdienen Sie Respekt und die Anerkennung Ihrer Mitmenschen. Die Kriminalstatistik für 2019 hat wieder bestätigt, dass Zuwanderer als Tatverdächtige nicht in besonderer Weise auffällig sind. Wenn wir die Allgemeinkriminalität betrachten, dann war sogar ein signifikanter Rückgang von 12,5% der Fälle zu verzeichnen. Unsere Sicherheitsbehörden müssen aber feststellen, dass Einzelne immer wieder polizeilich in Erscheinung treten und straffällig werden. Das drückt die Stimmung, bietet ein erhebliches Verhetzungspotenzial und gefährdet den gesellschaftlichen Frieden sowie unsere humanitäre Aufnahmebereitschaft. Deshalb haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Rückführung von Intensivstraftätern forciert. Im letzten Jahr konnten so dank der engen Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Verwaltung mehr als 400 Intensivstraftäter abgeschoben werden. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. Das zeigt, meine Damen und Herren, unser Rechtsstaat ist wehrhaft und handlungsfähig. Kein innenpolitisches Ereignis hat das Jahr 2019 so sehr geprägt wie der grausame Mord an unserem Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Weil die strafrechtlichen Ermittlungen sofort mit Hochdruck eingeleitet wurden und dank der besonderen Expertise der hessischen Polizei in der DNA-Analysetechnik sowie der akribischen Ermittlungsarbeit kann der Prozess gegen den Tatverdächtigen jetzt bald beginnen. Wir haben und werden weiterhin den Generalbundesanwalt mit allem unterstützen, was dazu beiträgt, den oder die Täter rechtsstaatlich korrekt dingfest zu machen und hart zu bestrafen. Der feige Mord an Walter Lübcke hat im vergangenen Jahr zu zahlreichen weiteren Straftaten in der rechtsextremistischen Szene in Hessen geführt. Mehr als 900 rechtsmotivierte Delikte wurden polizeilich registriert. Dies ist ein Anstieg von 50%. Ein Großteil dieser Taten waren Propagandadelikte, die sich wiederum oft im Internet abspielten. Sie zielten auf den Regierungspräsidenten selbst ab, aber es wurden auch fast 50 politische Amts- und Mandatsträger Opfer von Hass, Hetze, Beleidigung und zum Teil von konkreten Bedrohungen durch Rechtsextremisten. Besonders betroffen macht mich die Tatsache, dass mit 78 antisemitischen Fällen, dass 78 antisemitische Fälle registriert werden mussten, die fast alle rechtsmotiviert waren. Weder werden wir Hass, Hetze, Beleidigung oder offene Gewalt, noch verklausulierte Drohungen im Internet per Brief oder am schwarzen Brett jemals dulden, meine Damen und Herren. Niemand soll in seinen politischen Positionen, seinem Glauben oder den Werten, für die er steht, eingeschränkt werden. Niemand soll davor Angst haben müssen, seine Standpunkte offen zu vertreten. Jeder, der bedroht wird, bekommt von unseren Sicherheitsbehörden Schutz. Die Täter werden wir weiterhin mit aller Konsequenz und Härte verfolgen. Die Antworten unserer Sicherheitsbehörden an die rechtsextremistische Szene in Hessen waren nach dem Mord an Walter Lübcke prompt und unmissverständlich. Unsere Botschaft lautete, für rechte Taten und Parolen im Netz oder auf unseren Straßen und Plätzen gibt es keinen Raum in Hessen. Wir haben den Druck auf Rechtsextremisten in Hessen deutlich erhöht und werden ihn auch 2020 weiter hochhalten. Wir haben eine bis dato einmalige hessenweite Einheit mit rund 140 Ermittlern geschaffen. Die BAO Hessen-R hat seit 7 Monaten den Fahndungsdruck gegen die rechte Szene und rechte Straftäter nochmals drastisch erhöht. Hessenweit sind seit Juli 2019 insgesamt mehr als 1.100 Kontrollmaßnahmen durch die Ermittler der BAO erfolgt.
Meine Damen und Herren, wer angesichts dieser Zahlen wirklich den Vorwurf erhebt, wir würden gegen rechts nichts unternehmen, der ignoriert die Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Nicht zuletzt der Mord an Walter Lübcke und die rassistisch motivierte Tat in Wächtersbach haben eine Entwicklung überdeutlich offenbart. Die Verrohung von Sprache und die teils vollkommen enthemmte Hetze im Internet. Allein im Zusammenhang mit dem Mord an unserem ehemaligen Kollegen registrierten die Ermittler mehr als 7.000 Hasskommentare. Über 130 dieser Posts wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Strafbarkeit geprüft. Wir setzen mit unserer neuen Meldestelle Hessen gegen Hetze ein Stoppsignal gegen Hass und Hetze im Internet. Bis heute sind bereits rund 250 Meldungen eingegangen, denen wir mit aller Konsequenz in jedem Einzelfall nachgehen. Die Botschaft des Staates und der Sicherheitsbehörden ist klar. In Hessen stellt sich Rassismus, Antisemitismus, Extremismus und Hass entschlossen entgegen. Wir werden unsere Präventionsmaßnahmen gegen alle Formen des Extremismus hessenweit weiter verstärken und mit Hilfe unserer zivilgesellschaftlichen Partner deutlich mehr Präsenz zeigen. Unser Kompetenzzentrum gegen Extremismus wird dafür in diesem Jahr mit insgesamt fast 10 Millionen € ausgestattet sein. Aber genauso wichtig ist es, dass jeder Einzelne, ob bei der Arbeit, beim Sport, in der Kneipe oder auf der Familienfeier, sich couragiert für unsere gemeinsamen Werte einsetzt. Wer anderen Menschen alleine aufgrund seiner Herkunft oder Hautfarbe beurteilt oder vor allen Dingen verurteilt, ist im Unrecht. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob das im anonymen Internet, auf unseren Marktplätzen oder in unseren Parlamenten geschieht. Wenn wir die Gesamtlage betrachten, dann ist Hessen so sicher wie noch nie. Weniger Kriminalität im öffentlichen Raum, es wurden noch nie so erfolgreich Straftaten aufgeklärt, so selten in Wohnungen oder Häuser eingebrochen. Unsere Schutzleute sind bestens ausgebildet, haben innovative Ausrüstung, ob Taser, Bodycam oder Analysetechnik wie Hessendata. Und vor allem sind dank unserer Sicherheitspakete deutlich mehr Polizisten auf unseren Straßen unterwegs. Dass der einzelne Bürger trotzdem immer wieder von einem unguten Gefühl der Unsicherheit berichtet, ist trotzdem für uns ebenfalls feststellbar. Da steuern wir mit unserem Programm Kompass dagegen. Unsere Initiative beleuchtet das Sicherheitsgefühl vor Ort in den Städten und Gemeinden in einer Intensität, wie es nirgendwo sonst in Deutschland der Fall ist. Fast 70 von unseren 473 Städten und Gemeinden machen mit. Viele weitere wollen und werden dieses Jahr dazukommen. Weil die Sicherheitslage und das Sicherheitsgefühl sehr individuell sind und zugleich stark von örtlichen Gegebenheiten beeinflusst werden, setzen wir auch auf passgenaue Lösungen pro einzelner Kommune. Dabei bringt die Polizei nicht nur zusätzliches Personal wie unsere Schutzmänner und Frauen vor Ort mit ein, sondern auch ihre geballte Expertise, ob Videoschutzanlagen, freiwilliger Polizeidienst oder sicherheitstechnische Beratungen. Die gesamte Palette an Präventions- und Repressionsmaßnahmen stehen zur Verfügung. Im Gegenzug verpflichten sich Kommunen, Vereine, Verbände, die Wirtschaft und engagierte Bürger mitzumachen. Das geht bei der Sauberkeit und Beleuchtung im öffentlichen Raum los, beides ganz wichtige Faktoren für das Sicherheitsgefühl bis hin zur Jugendarbeit oder dem eigenen Präventionsrat. Wir haben mit Kompass lokale Sicherheitspartnerschaften geschaffen, wie es sie vorher weder in Hessen noch sonst irgendwo in der Bundesrepublik gab. Es gibt also eine bessere Vernetzung der Sicherheitspartner in den Kommunen. Außerdem wissen wir in den Kompass-Kommunen genau, wie die jeweilige Sicherheitslage vor Ort ist und kennen dank unserer Bürgerbefragungen vor Ort auch die Räume und Plätze, an denen sich die Menschen weniger oder sogar unsicher fühlen. Auf diese Strukturen müssen und wollen wir aufbauen und sie mit modernen technischen Mitteln besser vernetzen. Wir wollen die Verschränkung von der objektiven, sicheren Lage
mit einem guten Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger erreichen. Bei unserer Meldestelle Hessen gegen Hetze hat jeder die Möglichkeit, Hasskommentare zu melden, die dann individuell geprüft werden. Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft noch direkter kommunizieren und die wachsamen Augen der Bevölkerung im Kampf gegen Angsträume oder Extremismus nutzen. Dafür wollen wir kommunale Meldeplattformen erreichen, bei denen der Bürger jederzeit die Möglichkeit hat, sich online zu melden. Dort könnten sicherheitsrelevante Inhalte genauso berichtet werden wie auch Bereiche, wo sie sich unsicher fühlen. Vom vermüllten Stadtpark über Schmierereien auf dem Spielplatz, die möglicherweise sogar extremistischen Hintergrund haben, bis hin zur Beleuchtung an der Unterführung, die seit möglicherweise ein paar Tagen nicht mehr funktioniert. Wir wollen, Herr Staatsminister, entschuldigen Sie, ich muss Sie auf die Uhr hinweisen. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern ein einfaches und niederschwelliges Angebot schaffen, die Sicherheit in der eigenen Nachbarschaft, in der eigenen Umgebung mitzugestalten und mit den Sicherheitsbehörden des Landes und der Kommunen in den Dialog zu treten. So können wir gemeinsam lokale Frühwarnsysteme aufbauen, die dank der direkten Analyse durch unsere Sicherheitsexperten einen echten Mehrwert für die subjektive und objektive Sicherheitslage vor Ort und damit auch für Hessen bieten können. Mit unserem neuen umfassenden Warnsystem Hessenwarn haben wir auf diesem Weg des direkten Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern gute Erfahrungen gemacht und viel erreicht. Über die kostenlose App kann sich heute schon jeder nach dem Baukastenprinzip individuelle Alarmmeldungen auf dem Handy einstellen. Jeder Bürger kann sich nun umfangreicher, besser und individueller über mögliche Gefahrenlagen von Hochwasser über falsche Polizeibeamte bis hin zu einer konkreten terroristischen Bedrohung oder einem Amoklauf informieren lassen. Wir haben mithin schon eine neue Zeitrechnung in der präventiven Sicherheitskommunikation eingeleitet, die auch die Basis für weitere Meldungen des Bürgers an seine Behörden sein könnte. Mit Hessenwarn verfügen wir bereits über die IT-Infrastruktur, um unsere Meldestelle Hessen gegen Hetze oder die Online-Wache zu integrieren. Die Überlegung dahinter ist einfach. Jeder Bürger soll jederzeit die Möglichkeit haben, sich auf möglichst einfache Art und Weise per App an die Behörden des Landes und der Kommunen wenden können, um seine eigene Umgebung sicherer zu machen. Diese Informationen werden wir dann unter Einhaltung natürlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu noch detailreicheren Lagebildern zusammenfügen. Davon profitieren nicht nur die Sicherheitsbehörden. Von einem sicheren Land profitieren insbesondere die Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Die Sicherheit unserer Bevölkerung ist seit 20 Jahren ein Schwerpunkt der Landesregierung in unserem Land gewesen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir haben uns um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren gut gekümmert. Ein Beleg dafür sind die sehr guten Kriminalitätswerte. Mit unseren jetzigen Investitionen und Innovationen sorgen wir dafür, dass die Hessen auch morgen weiterhin in Sicherheit leben. Uns gehen die Ideen nicht aus, wie wir auch im neuen Jahrzehnt nach gutem Start unser Land noch sicherer machen können. Hessen bleibt ein sicheres Land auch im neuen Jahrzehnt. Vielen Dank. So, herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Die Regierungserklärung ist damit geöffnet.
gehalten. Und ich eröffne die Aussprache. Wir haben vereinbart, dass die Fraktion der Sozialdemokraten beginnt, dass dann BÜNDNIS 90 die GRÜNEN kommt, die AfD, dann die Freien Demokraten, dann DIE LINKE, dann die CDU als Vorletzte und, wenn sie möchte, die fraktionslose Abgeordnete. Ich darf dem Abgeordneten Günther Rudolph für die Fraktion der SPD das Wort erteilen für 15 Minuten Redezeit, Herr Kollege. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich darf man als Vertreter der Opposition ja gar nichts mehr sagen, weil wir leben ja im schwarz-grünen Paradies. Ja, Sie klatschen. Das ist Ihr Selbstverständnis von parlamentarischer Demokratie. Sollten Sie mal einen Kurs in der Volkshochschule besuchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, same procedure as every year. Immer dann, wenn die Kriminalitätsstatistik vorgelegt wird, hören wir so sicher noch nie, und im schwarz-grünen Hessen ist alles bestens. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, und deswegen ist die erste Bemerkung, wir sagen in der Tat den hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, den Mitarbeitern in den Verwaltungen ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz, den sie zu unserer Sicherheit für uns alle gemeinsam leisten. Und dies bei Rahmenbedingungen, für das alles andere als einfach für Sie ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil das war übrigens bemerkenswert. In den ganzen 18 Minuten des Innenministers nicht ein Wort zur Personalsituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil dann sind wir beim Thema persönliche Wertschätzung und was wichtig ist für die nächsten Jahre. Aber lassen Sie mich etwas zu den Zahlen sagen. Herr Innenminister, wahrscheinlich, weil die Zeit nicht ausgereicht hat, konnten Sie es nicht zeitlich unterbringen. Ich will Ihnen da gerne helfen, weil natürlich müssen wir uns Sorgen machen, dass die Fälle der Kinderpornografie drastisch gestiegen sind. Ein Bereich, der in der Tat widerlich ist, wo Menschen jahrelang, möglicherweise ihr ganzes Leben mit diesen Folgeschäden leben müssen. Da hätten wir gern von Ihnen einmal gewusst, wie gehen Sie mit dem Phänomen um? Wie können wir da früher ansetzen? Gibt es eine Taskforce für den Bereich der Kinderpornografie? Weil das ist in der Tat ein abscheuliches Verbrechen. Hätten wir uns mal eine Antwort gewünscht, heute von Ihnen oder auch gestern? Nichts. In letzter Zeit konnten wir vermehrt lesen, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte rufen an. Ja, da geht man damit um, dass ältere Menschen sich nicht mehr so wehren können. Ich finde ja Ihr Hinweis mit der App Hessenwarn, ob der so zielführend ist. Ich habe die 88-jährige Oma auf dem Dorf vor mir, hat möglicherweise gar kein Handy und keine Hessenwarn. Also, dann ist dieser Hinweis auch nicht nur so ganz hilfreich an der Stelle, weil das ist auch ein Ärgernis, wie man mit der Not anderer Leute umgeht. Oder ich will den Anstieg im Bereich des Rechtsextremismus erwähnen mit über 52%. Sie haben anschaulich dargeschildert den Mord an Dr. Lübcke. Aber Rechtsextremismus war auch vor dem Mord an Dr. Lübcke ein Thema in Hessen. Da hätten wir von Ihnen auch mal klare Worte und klare Aktivitäten erwartet, Herr Innenminister Beuth. Weil, da erinnere ich mich noch an Aussagen des Kollegen Bellino und andere im Untersuchungsausschuss NSU in 2014. In Nordhessen gibt es keine rechtsextreme Szene. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gab es 2006, die gab es auch nach 2011. Und das ist eine der zentralen Fragen, die nicht beantwortet sind. Und Sie haben ja mal, Herr Innenminister, von Abkühlung gesprochen. Warum konnten solche Personen wie Ernst und Hartmann jahrelang agieren, ohne dass sie nicht im Fokus und auf dem Schirm der hessischen Sicherheitsbehörden waren? Auch das ist eine Frage, die wir hier zu diskutieren haben. Dann sind Sie ein bisschen sehr nonchalant über das Thema Dunkelfeldstudie gegangen. Kollegin Nancy Faeser hat das in den letzten Jahren wiederholt vorgetragen. Warum? Weil das ein Thema ist, was wir ernst nehmen müssen. Wenn die Präsidentin des Landeskriminalamtes, Frau Thurau, eine ausgesprochene Fachfrau, dann gestern davon spricht, dass es Studien aus den USA gibt, wonach das Dunkelfeld bei bestimmten Delikten bei 90% liegt, da können Sie doch über das Thema nicht hinweggehen. Warum haben Sie bei dem Thema nicht früher agiert? Weil in der
jetzt offiziellen Kriminalitätsstatistik sind eben nur die Delikte erfasst, die auch sichtbar sind. Warum haben Länder wie Bremen, Meck-Pomm, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sind seit Jahren in dem Feld unterwegs, und Sie sagen, dass das sei nicht nötig, wir beteiligen uns an einer Studie. Nein, man muss auch Opfer befragen, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, weil das ist ein wichtiges Feld, da haben Sie jahrelang nichts getan. Sie haben versagt bei diesem Thema Dunkelfeld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen bei dem Thema statistische Zahlen, die sagen tatsächlich noch nicht alles allein aus, etwas über den Zustand der inneren Sicherheit in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie mich zu dem einen oder anderen Punkt etwas näher ausführen, Stichwort Rechtsextremismus. Sie haben gesagt, der Anstieg sei überwiegend auf Propagandadelikte zurückzuführen. Ich halte diese Aussage für gewagt, und ich halte das für eine Bagatellisierung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir nicht in den letzten Monaten erleben müssen, dass im rechtsextremistischen Bereich erst die Worte und dann die Taten folgten? Deswegen ist das ein völlig falscher Ansatz, das zu bagatellisieren mit das seien Propagandadelikte. Falsch! Falsch! Und wir wollen klare Kante gegen rechts, weil das ist die größte Herausforderung, die wir in diesem Land zu bestehen haben. Und rechtsextreme Positionen dürfen in diesem unserem Land nicht gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich fähig werden, meine Damen und Herren. Deswegen ist es klug und richtig, wenn wir in die Prävention mehr investieren. Da haben sich vier Fraktionen auf einen gemeinsamen Antrag verständigt. Das will ich an der Stelle ausdrücklich sagen. Es ist auch dringend notwendig, wie wir insgesamt den Bereich der politischen Bildung stärken müssen. Und deswegen ist das ein zentraler Punkt in der politischen Auseinandersetzung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben etwas zum Rechtsextremismus will ich auch noch sagen, dass der Generalbundesanwalt Ihre Unterstützung bekommt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Da werden wir über das eine oder andere noch in einem anderen Bereich zu reden haben, weil dass da noch einiges im Argen liegt, ist relativ offenkundig. Ist relativ offenkundig und wird dieses Haus sicherlich auch noch bestätigen. Herr Bauer, Sie kriegen das nicht mit. Dafür kann ich aber an der Stelle nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Bereich, Herr Wagner, was ich hier behaupte vom Pult, müssen Sie schon mir überlassen. Sie können das sagen, was Sie sagen. Ich sage, was ich sagen will. Ich sage, dass Sie nicht den Fokus in den letzten Jahren auf den Bereich Extremismus gehabt haben, wie er dringend notwendig und der Sache gerecht gewesen wäre. Bei dieser Behauptung bleibe ich. Weil nur Sprüche. Nur Sprüche? Wieso konnten die Herren Ernst und Hartmann jahrelang agieren in den sozialen Netzwerken und hessische Sicherheitsbehörden haben nichts mitbekommen? Wieso war das in diesem unserem Bundesland möglich? Die Antwort können Sie haben. Die können Sie haben, Herr Wagner. Und dann will ich auch eins sagen zum Bereich Rechtsextremismus. Die eine oder andere Entscheidung der Justiz sehen wir kritisch. Ich halte sie auch für falsch. Wir erwarten auch einen sensiblen Umgang der Justiz mit rechtsextremen Vorfällen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, eine Chatgruppe von Polizeibeamten so zu werten, das sei nur im internen Bereich, halte ich für falsch. Das falsche Aufhängen einer Flagge vor einer Polizeistation auch so einzustellen, nach dem Motto, das sei nichts Besonderes, ist auch das falsche Signal. Und deswegen erwarten wir von der Justiz auch entsprechend sensibel mit rechten Vorfällen in diesem Land umzugehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Bereich, der in der Tat uns gemeinsam Sorgen macht, sind körperliche Attacken, Angriffe, auch verbaler Art gegen Polizeibeamte. Ich füge hinzu, gegen Rettungskräfte und Sanitäter in einem Ausmaß, wie wir es uns vor Jahren hätten nicht vorstellen können. Hesse und Hatz in den Netzwerken ist auch ein Thema. Ich finde, da werden Strafgesetze allein nicht ausreichen, auch Herr Innenminister, eine weitere Verschärfung zu fordern, hindert ja offensichtlich nicht Leute, gegen Polizeibeamte vorzugehen. Müssen wir uns unterhalten, was können wir noch an Maßnahmen machen? Und gegen Hass und Hetze im Internet, sie ist jetzt nicht da, sie wusste wahrscheinlich, was ich sagen will. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie loben sich ja in Hessen für Hate Speech und Ähnliches, Sie sind da federführend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann müssen Ihren Worten auch Taten folgen. Wenn in Kassel ein Stadtverordneter der CDU namens Hildebrand
rassistische Äußerung von sich gibt, dann gehört eine solche Person nicht mehr in die CDU-Stadtverordnetenfraktion, gehört ausgeschlossen. Frau Kühne-Hörmann, Sie sind Parteivorsitzende. Dann müssen diesen Worten auch Taten folgen. Ganz konsequent. Ganz konsequent. Und deswegen Respekt in der Gesellschaft gegen diejenigen, die unseren Staat vertreten und repräsentieren, ist eine Aufgabe, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Ich halte das für eine große Herausforderung. Es gibt wahrscheinlich auch nicht das Patentrezept. Aber diejenigen, die für uns ihren Dienst tun, müssen wissen, dass wir hinter ihnen stehen. Und deswegen ist das eine der großen Herausforderungen. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich bei dem Thema Wertschätzung, Anerkennung und Perspektiven für die hessische Polizei. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie auch einmal zu dem Thema, wie sieht es bei der hessischen Polizei aus, etwas sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir, die Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Faeser und andere, wir sind viel unterwegs, auch in Polizeistationen, wir reden mit Berufsverbänden, mit Gewerkschaften, mit Personalreden. Die Personalsituation in der hessischen Polizei ist bei Weitem nicht so rosarot, wie Sie sie schildern. Unter Verantwortung der CDU und ihrer Innenminister wurde jahrelang Personal abgebaut. Und jetzt rächt es sich, dass Sie nicht immer einen gleichbleibend vernünftigen Einstellungskorridor gehabt haben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Lage schon durchaus ernst. Ein paar Zahlen und Fakten für die, die sich bei dem Thema interessieren. Wir haben in Hessen einen Überstundenbestand bei den Vollzugsbeamten bei rund 3 Millionen. Wir haben ein Kontingent bei den Lebensarbeitsstunden von 4,5 bis 5 Millionen. Herr Innenminister, haben Sie irgendwann eine Vorstellung, wie Sie das mal personalmäßig ausgleichen wollen? Lebensarbeitszeitkonto heißt, das sind Stunden, die die Beamten angesammelt haben, die können sie vor dem Ausscheiden in Anspruch nehmen. Wenn das die Beamten tatsächlich vor Ort machen, sind manche Polizeistationen zur Hälfte nicht mehr besetzt. Und deswegen, wo ist da Ihre Antwort drauf? Weil sonst wächst der Berg an. Wir haben Krankheitsbelastungen zwischen 27 und 35 Tagen, Fehltagen mit extremen Belastungen. Das zeigt doch etwas, das nicht stimmt. Polizeibeamte klagen und sagen, wir hätten gerne mal ein planbares Wochenende im Voraus. Durch Sonderdienste und andere Geschichten wird das stark eingeschränkt. Jetzt rächt sich, Sie haben nicht genügend Polizeianwärter in den letzten Jahren ausgebildet. Das ist eine Folge einer verfehlten Politik, die insbesondere die CDU in diesem Land zu verantworten hat. Herr Kollege Bellino, wie war es zu SPD-Zeiten? Sehen Sie, das ist schon so lange her, das weiß jetzt ich kaum noch. Also sehen Sie, so lange ist das schon her. Sehen Sie, so lange ist das schon her. Macht mich auch nicht froher, aber will ich mal den Gemütszustand sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der wichtigste Minister dieser Landesregierung und Schönster hat auch dazu etwas gesagt. Ich habe es aber akustisch nicht verstanden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Einstellungskorridor 1.2.2020 sind nach meinem Kenntnisstand von den vorgesehenen 500 Stellen nur 340 Stellen besetzt worden. Die Abbrecherquote, diejenigen, die ein Studium bei der Polizei beginnen und abbrechen aus unterschiedlichen Gründen, soll nahezu bei 20% liegen. Das sind Alarmsignale, weil sie sich natürlich im Wettbewerb befinden mit anderen Bundesländern und der Bundespolizei, weil ein Beamter im mittleren Dienst Bundespolizei verdient mehr als ein Polizeibeamter hessischer Dienst A9 Besoldungsgruppe Kommissar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Rahmenbedingungen scheinen offensichtlich in Hessen nicht mehr so attraktiv zu sein, sich für den Polizeidienst zu bewerben. Das ist eine Folge ihrer verfehlten Personalpolitik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und weil der verehrte Zwischenrufer von den Grünen, Herr Frömmrich, ich weiß nicht, wann Sie zuletzt mit normalen Polizeibeamten mal geredet haben, scheint schon länger her gewesen zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wollen Sie denn auf Ihre Stellenzahlen kommen, wenn jetzt schon die Zahlen nicht erfüllt sind? Das schaffen Sie im Herbst nicht, weil Sie gar nicht die Ausbildungskapazitäten an den Fachhochschulen haben, und das potenziert sich. Sie müssen bei der Auswahl der Anwärter schon an die Punktzahlen gehen, die gerade noch akzeptiert werden. Das sind so um die 700. Ich empfehle mal dem einen oder anderen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ja, Sie stehen im Wettbewerb als Dienstherr, und deswegen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ich könnte sagen, für den Rhein-Main-Bereich, das Thema bezahlbares Wohnen ist auch eines für Polizeianwärter, dann wirkt sich das auf die Auswahl aus.
Und wir haben ja einige Vorfälle auch gehabt im rechten Bereich. Das hängt möglicherweise auch mit der Qualität zusammen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hätten uns vom Innenminister bei dieser Regierungserklärung auch etwa etwas zu dem Thema Personalstand, Gewinnung und wie attraktiv muss ein Polizeiberuf sein, lautes Schweigen an der Stelle. Und deswegen werden wir weiter den Fokus darauf richten. Also, es gibt überhaupt keinen Grund, zu sagen, alles rosa-rot im schwarz-grünen Paradies. Und es sind viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber die wichtigste Ressource, die wir brauchen, sind gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und Beamte, übrigens auch Verwaltungsmitarbeiter. Ich halte es für ein Unding, dass nach wie vor Verwaltungsmitarbeiter in den Entgeltgruppen E3, 4, 5 oder 6 sind. Das ist nichts. Im Ballungsraum können Sie damit keine Wohnung bezahlen. Und deswegen, Herr Innenminister, Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen wollen wir wieder einführen. Seit Jahren gefordert, ignorieren Sie. Bereitschaftspolizei braucht eine Zulage. Der Polizeiberuf muss wertgeschätzt werden. Er muss attraktiver werden. Hier haben Sie noch viel, viel Luft nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege Rudolph. Wir müssen uns mal Gedanken machen, ob die Klatsche auf die Redezeit antritt. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich darf erteilen das Wort der Kollegin Goldbach für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es sind schwere Zeiten für die Opposition. Denn der Innenminister, hat zusammen mit dem Polizeipräsidium ganz zweifellos eine Kriminalitätsstatistik vorgelegt, die sehr gute Ergebnisse zeigt, nämlich mit einer so niedrigen Kriminalitätsbelastung in Hessen wie noch nie zuvor und mit einer so hohen Aufklärungsquote wie noch nie zuvor. Und auch ich möchte sofort zu Beginn mal sagen, wem wir dafür zu danken haben, und das ist die Polizei. Denn es ist allein der Polizei zu verdanken, dass sie ermittelt, dass sie Delikte zur Anklage bringt. Und jeder von Ihnen, der auch schon einmal, wir Abgeordnete haben ja solche Möglichkeiten, und das finde ich ganz großartig, also jeder von uns, der schon einmal mit der Polizei eine Nachtwache gemacht hat, z.B. in Frankfurt Innenstadt in einer Samstagnacht, der hat so eine Vorstellung davon, was die Polizei hier im Lande Hessen leistet. Ich habe dort Polizistinnen und Polizisten erlebt, die ihre Aufgaben sehr sicher, sehr ruhig erfüllt haben, die in schwierige Konfliktsituationen unglaublich kommunikationsstark gegangen sind. Und ich habe auch diese Kommunikationsstärke eigentlich als die stärkste Waffe der Polizei erlebt in diesen Nächten. Und das alles ist nun wirklich großartig, und diese Leistung honorieren wir, und dafür sind wir der hessischen Polizei dankbar. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, in den letzten Jahren haben wir als Haushaltsgesetzgeber dafür gesorgt, dass wir personell die Polizei besser ausgestattet haben. Wir haben mehr Schutzpolizei, wir haben mehr Wachpolizei, wir haben mehr Stellen für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben mehr Stellen für Fachleute wie Informatiker, die wir auch dringend brauchen. Wir haben auch neue Stellen beim Verfassungsschutz geschaffen. Wir haben im ganzen Bereich Sicherheitsarchitektur, auch im Bereich Justiz natürlich, das gehört dazu, haben wir neue Stellen geschaffen und arbeiten daran, dort ständig weiter auszubauen
und in Hessen für noch mehr Sicherheit zu sorgen, das unter dem Minister Peter Beuth. Und daran kann eigentlich niemand etwas zu meckern haben. Ich möchte zur Kriminalitätsstatistik ein paar Dinge sagen, nämlich wir wissen, das sind die zur Anzeige gebrachten Delikte, Fälle. Und die geben uns schon einen Hinweis darauf, wie die Tendenz ist und eben auch, wie die Sicherheitslage ist. Ein Bereich, auch Herr Kollege Rudolph, Sie haben ihn schon angesprochen, ist mir wichtig, weil er eben besonders schlimm ist, eines der schlimmsten Delikte überhaupt, nämlich sexuelle Übergriffe an Kindern, Kinderpornografie. Wir haben 810 bekannt gewordene Fälle in 2019. Die Aufklärungsquote ist da übrigens 91%. Und die Frage ist, warum sind das denn so viele Fälle in diesem Jahr 2019? Und da lohnt sich immer auch noch mal ein zweiter Blick in die Statistik. Liegt daran, dass es eben einen Fall gab mit sehr vielen Beteiligten, ja, sehr viele Beschuldigte. Und das führt eben zu dieser hohen Fallzahl. Das macht nichts besser, aber das muss man auch mal dazu erklären. Und dann sollten wir auch mal einen Blick darauf werfen, was das eigentlich heißt für die Ermittlerinnen und Ermittler. Die müssen sich dann nämlich Terabyte an Daten durchsehen, an Fotos und Filmen. Dinge, die keiner von uns denken will und die keiner von uns jemals sehen will, die müssen sich damit befassen. Die Ermittler bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft. Und dafür haben die meinen allergrößten Respekt. Ich glaube, gerade in diesem Kriminalitätsfeld wird es besonders deutlich, warum das so wichtig ist, dass die Polizei ermittelt, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt und zur Anklage bringt und dass die Gerichte Urteile fällen. Das ist für das Rechtsempfinden so wichtig, dass die Leute sehen, wenn so etwas angezeigt wird, dann hat das Folgen. Dann führt das zu einer Anzeige, das führt zu einem Prozess und am Ende auch zu einer Verurteilung. Und das ist ungeheuer wichtig für das Rechtsempfinden der ganzen Bevölkerung. Der zweite Bereich, zu dem ich etwas sagen möchte, ist der Bereich Rechtsextremismus. Herr Rudolph, auch dazu haben Sie schon etwas gesagt, der Bereich also politisch motivierter Kriminalität. Wir haben eine Zunahme von 52% bei rechter politisch motivierter Kriminalität. Ein großer Teil davon sind Propagandadelikte, Volksverhetzung. Und ein kleinerer Teil sind Gewalttaten. Das beschönigt aber gar nichts. Das sind einfach die Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik in Hessen 2019. Und das sagt erst einmal gar nichts darüber aus, was wir ansonsten an rechtsextremistischen und rechtsradikalen Tendenzen und Gefahren haben. Das sind nur die Fälle. Wir haben gerade erst erlebt, nämlich letzte Woche, es gab Razzien in 6 Bundesländern. Dann wurden 12 Männer verhaftet. Man hat bei der Razzia Waffen gefunden. Eine Armbrust, Äxte, Morgensterne, selbstgebaute Eierhandgranaten. Und es gibt Hinweise darauf, dass sich diese Gruppe mit Slamguns bewaffnen wollte. Das sind ganz fürchterliche, großkalibrige Schrotflinten. Und wozu brauchten sie diese Waffen? Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass 10 Männer in 10 Bundesländern zeitgleich Attentate auf Moscheen verüben sollten. Sie hatten vor, betende Muslime anzugreifen und auf sie zu schießen. Das ist so grauenvoll, dass man sich es kaum vorstellen kann. Sie wollten ein ähnliches Massaker anrichten wie in Christchurch 2019. Und das mutmaßliche Ziel ist, bürgerkriegsähnliche Zustände hier herbeizuführen. Das ist die Gefahr des Rechtsextremismus hier in Deutschland. Wir sehen, dass diese mutmaßlichen Extremisten das Land destabilisieren wollen. Sie wollen auch Angst machen. Wir sehen aber auch, die Attentäter wurden festgenommen und übrigens unheimlich schnell 12 Haftbefehle ausgestellt. Das war richtig gut. Und der Generalbundesanwalt hat auch eine ganz klare Haltung dazu. Er hat nämlich mehrfach klargestellt, dass er gegenüber diesen Rechtsextremisten eine kompromisslose Linie fahren will und dass er sofort zugreifen wird, wenn rechte Terrorstrukturen erkennbar werden. Und das ist genau richtig. Applaus
Das zeigt, dieser Staat ist wehrhaft. Und auch hier in Hessen tun wir alles dafür und tun unsere Sicherheitsbehörden alles dafür, damit klar ist, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus und Terrorismus haben hier keinen Platz und werden mit allen Mitteln bekämpft. Es ist genau richtig, dass in Hessen eine besondere Aufbauorganisation Hessen-R gegründet worden ist, denn damit werden die unter Druck gesetzt. Ihnen wird klar, sie sind im Visier der Ermittler. Es gibt Kontrollen von Personen, von Fahrzeugen, von Wohnungen und von Szeneveranstaltungen. Die haben keine Ruhe mehr. Es ist völlig klar, da wird richtig Druck aufgebaut. Wir haben euch im Blick, und wir werden schauen, was ihr macht. Und wenn ihr irgendwelche Straftaten plant oder vergeht, dann wird das in Hessen geahndet. Wenn man sich einmal anschaut, wie werden überhaupt solche Leute radikalisiert? Also diese 12 Rechtsextremisten, mutmaßlichen Rechtsextremisten, die jetzt verhaftet worden sind in anderen Bundesländern, die haben sich tatsächlich noch getroffen, so im echten Leben, an einem Grillplatz zum Beispiel. Aber viele, viele treffen sich gar nicht mehr im richtigen Leben, sondern die radikalisieren sich eben über das Internet. Das war auch so bei dem Attentäter von Halle. Und deswegen müssen wir da einen besonderen Blick drauf werfen. Was passiert eigentlich in der virtuellen Welt, also im Internet? Und dazu möchte ich mal zwei Beispiele nennen, in welcher Bandbreite sich das so abspielt. Also Hasskommentare und Propaganda, rechte Propaganda im Internet. Es gab eine Werbung eines Internethändlers aus Hamburg. Ich sage jetzt den Namen jetzt nicht, den kennen Sie aber alle. Das war einfach ein schönes Bild, und die Frau, die abgebildet war, hatte dunklere Haut. Dann gab es einen Post auf Twitter dort, und der lautete, ich zitiere, da will man ein Kundenkonto eröffnen, klickt entsprechend, glotzt mich Afrika an. Ich will das nicht mehr sehen müssen. Das ist nicht unsere Gesellschaft, das ist die Gesellschaft, die wir werden sollen. Und weiter, es widert mich nur noch an. Das Versandhaus hat sofort reagiert und hat auch getwittert. Es widert uns auch an. Da will man Twitter öffnen, klickt entsprechend, glotzt uns erneut so ein absurder Tweet an. Wir wollen das auch nicht mehr sehen müssen. Das ist nicht unsere Gesellschaft. Ohne uns. Und dahinter waren noch ein paar Regenbogenfahnen abgebildet. Das ist ein Beispiel dafür, wie jeder, ob das jetzt ein Privatmensch ist oder ein Internethändler, reagieren kann und muss auf solche fremdenfeindlichen Posts. Allerdings ist das Ganze, das ist ja noch ein Vorfall, der kann einen noch erheitern. Das Ganze ist aber noch viel schlimmer. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel dazu nennen, wie die Propaganda im Internet heute designt wird. Es werden beispielsweise Webseiten von NGOs, Hilfsorganisationen, nachgeahmt. Ich habe so ein Beispiel gefunden. Da sieht man ein Bild von einer dürftig eingerichteten Arztpraxis. Es steht darunter, das sei in Syrien. Ein Mann, der wie ein Arzt angezogen ist, zwei Kinder dazu, und es steht darunter, die Praxis ist wieder eingerichtet. Die Menschen haben jetzt eine Perspektive. Dieser Arzt kann da arbeiten und kann da bleiben. Das wirkt zunächst einmal harmlos. Vielleicht spricht es sogar Menschen an, die denken, oh, das ist ja wunderbar. Gerade in Syrien brauchen die Menschen sicherlich eine medizinische Versorgung. Aber wissen Sie, was tatsächlich dahinter steckt? Das ist eine Webseite eines Vereins, der ganz klar zur identitären Bewegung gehört. Und die sagen auch ganz klar an anderen Stellen auf der Internetseite, welche Ziele sie verfolgen. Masseneinwanderung nach Europa stoppen und Migrationsströme umkehren. Und das ist perfide, was da passiert. Das ist wirklich perfide. Diese Rechten nutzen Bilder, die eigentlich positiv belegt sind, die bei uns allen positive Assoziationen auslösen, um ganz unterschwellig ihre fremdenfeindliche und rassistische Propaganda zu vermitteln. Und das zeigt auch, mit was wir es hier zu tun haben. Das ist auch kein deutsches Phänomen, sondern diese Bewegung ist global vernetzt und unterwegs. Wir wissen auch, dass wenn Anbieter, Plattformen wie Twitter, Facebook, ihre Seiten sperren für diese Posts, dass sie dann ausweichen auf andere Server und andere Plattformen im Ausland. Die finden immer weitere Verbreitungswege. Und das ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, dass wir dagegen angehen und dass wir diese Verbreitung von, es geht nicht nur um Hass und Hetze, sondern es geht tatsächlich um,
um perfide Propaganda und Beeinflussung, dass wir dem alles entgegensetzen, was wir nur entgegensetzen können. Und das ist eine Verpflichtung aller Demokratinnen und Demokraten. In Hessen haben wir dieses Meldeportal Hessen gegen Hetze eingerichtet. Das ist völlig richtig, damit erst einmal die Menschen eine Möglichkeit haben, auf ganz einfache Art und Weise alles zu melden, was sie sehen. Und das wird verfolgt, das hat Konsequenzen. Denn dahinter stehen dann hinter dem Portal Ermittler, Staatsanwaltschaft, polizeiliche Ermittler. Und es geht auch darum, die Leute zu beraten. Denn es gibt eine Zusammenarbeit mit NGOs, Beratungsorganisationen, die sehr viel Erfahrung in diesem Bereich haben. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Auf der anderen Seite brauchen wir noch mehr Beratung, Aufklärung und Demokratieförderung. Und da möchte ich jetzt den Kolleginnen und Kollegen von der FDP und der SPD mal ausdrücklich danken, dass es gelungen ist, dass wir gemeinsam diese Haushaltsänderungsanträge gestellt haben und dass wir eben über 8 Millionen Euro insgesamt, so viel wie noch nie zuvor, Haushaltsmittel haben, um genau in diesem Bereich noch mehr arbeiten zu können, nämlich Demokratieförderung, Prävention und Beratung. Und ich möchte mal eine Einrichtung beispielhaft herausheben, nämlich das Demokratiezentrum Marburg, die da ausgezeichnete Arbeit machen. Die werden wir weiter und noch mehr unterstützen und danken gerade denen ganz herzlich für ihre ausgezeichnete Arbeit. Ich glaube, was wir aber auch machen müssen, ist eine Spaltung der Zivilgesellschaft verhindern. Wir müssen daran arbeiten, und das ist eine Daueraufgabe, dass wir unsere Gemeinschaften zusammenhalten, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das passiert z.B. in Sportvereinen. Das sind Orte, reale Orte, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft, aus verschiedenen sozialen Schichten, aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen und zu einem Team zusammenwachsen können. Das ist nicht nur ein Sportverein so, das kann auch ein Feuerwehrverein so sein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Land Hessen immer sagen, wie wichtig das ist und dass wir die unterstützen, finanziell fördern, sowohl den ganzen Bereich Sport, Sportvereine, als auch den ganzen Ehrenamtsbereich, wie zum Beispiel die Feuerwehren. Denn die leisten auf der gesellschaftlichen Ebene für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort unschätzbar gute Arbeit. Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist sogar schon abgelaufen. Noch ein letzter Satz. Wie immer werfe ich noch einen Blick auf die Kriminalitätsstatistik in puncto Frauen und Männer. Es ist immer noch so, dass Männer 90% aller Straftaten begehen. Und es ist aber leider immer noch so, dass der gefährlichste Ort für Frauen das Zuhause ist. Und das sollte sich dringend ändern. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Herrmann von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Der Innenminister hat seine Regierungserklärung die Überschrift gegeben, erfolgreicher Start in ein sicheres Jahrzehnt. Das hört sich gut an, das lässt sich gut verkaufen, das soll die Bürger beruhigen. Realistisch ist dies aber nicht. Bestenfalls eine fromme Hoffnung, bei dem der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Tatsächlich dürfte diese Schlagzeile eher einem Anfängerkurs politischer Märchenerzähler entsprungen sein. Die hessische CDU entspricht damit aber voll und ganz der Regierungspropaganda, wie wir sie schon von der Merkel-CDU auf Bundesebene kennen. Alles, was die CDU-Regierung macht, ist gut. Alles kann nur besser werden. Und wenn der Bürger mal Vorbehalte haben sollte, es also wagt, die Weisheit der Regierung anzuzweifeln, ist das Regierungshandeln natürlich alternativlos. Basta! Tatsächlich ist diese Politik alles andere als alternativlos. Sie ist schlicht und einfach nur Stückwerk, bürgerfern und ideologielastig. Das zeigt schon das Haushaltsprogramm 2020 der CDU-geführten schwarz-grünen Regierung. Hier wird lediglich an Symptomen herumgedoktert, aber keine Probleme gelöst. Nachhaltige Ursachenbekämpfung, Fehlanzeige. Beispiele dafür gibt es genug. Betrachten wir die innere Sicherheit.
Gerne fabuliert der Innenminister von der besonders guten Sicherheitslage in Hessen und nennt dazu die Kriminalstatistik als Beleg dafür, dass Hessen ein sehr sicheres Land ist. Das ist Hessen leider nicht. Denn das Einzige, was die Zahlen der Kriminalitätsstatistik wirklich eindeutig belegen, ist die Arbeitsbelastung und Arbeitsleistung der Polizei, der ich an dieser Stelle auch im Namen der ganzen hessischen Fraktion für ihre Arbeit und ihr Engagement herzlich danken möchte. Meine Damen und Herren, ich sage es in aller Deutlichkeit, die Kriminalstatistik gibt über die tatsächliche Sicherheitslage und die Möglichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, keine belastbare Auskunft. Das können Sie schon daran erkennen, dass der statistische Rückgang der Gesamtfallzahlen von rund 373.000 Straftaten im Jahr 2018 auf rund 365 Straftaten in 2019 zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung der Sicherheitslage vermuten lässt, tatsächlich aber dadurch nichts, aber auch gar nichts über die reale Sicherheitslage in unserem Land Hessen ausgesagt wird. Denn bei Berücksichtigung der teilweise stark gestiegenen Fallzahlen in bestimmten Deliktsbereichen, wie z. B. im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, den Straftaten gegen das Leben oder gegen die persönliche Freiheit und dem Landfriedensbruch, die ebenfalls deutlich angestiegen sind, relativiert sich ganz schnell das Sicherheitsgefühl, und das ganz real. Berücksichtigen wir dann auch noch die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte, also gegen Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr, wird besonders deutlich, dass Hessen eben nicht so sicher ist, wie der Innenminister fälschlicherweise verbreitet. Und der Innenminister wirft eine weitere Nebelkerze unter die gutgläubigen Bürger. Und diese Nebelkerze heißt deutlich weniger Allgemeinkriminalität durch Zuwanderer. Damit sagt er aber nur die halbe Wahrheit. Denn er blendet damit einen nicht geringen Teil von Straftaten, begangen von ausländischen Straftätern, aus. Man weiß nicht, ob man da lachen oder weinen soll, denn die ganze Wahrheit lautet, 45,5% aller Tatverdächtigen, bezogen auf 365.000 Straftaten, sind Ausländer. Oder anders ausgedrückt, von den 155.090 Tatverdächtigen in Hessen sind 70.639 Personen Ausländer. Bezogen auf ihren Anteil an der Bevölkerung in Hessen sind sie damit erschreckend überproportional kriminell auffällig. Wenn man dann noch die Schwächen der Statistik kennt und diese berücksichtigt, spätestens dann weiß man, dass man die Aussagen des Innenministers mit ganz großer Vorsicht genießen muss. Denn die polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS genannt, ist erstens eine Hellfeldstatistik. Das bedeutet, dass nur die der Polizei und Justiz bekannt gewordenen Straftaten registriert werden. Zweitens eine Ausgangsstatistik. Das bedeutet, dass die Fälle erst dann in die PKS Eingang finden, wenn die Polizei eine Straftat ausermittelt und an die Staatsanwaltschaft abgegeben hat. Damit werden viele Straftaten für den Berichtszeitraum nicht erfasst. Kommen dann noch Personalengpässe bei der Bearbeitung dazu, bleiben schon einmal mehrere Tausend Straftaten unberücksichtigt. Drittens. Die PKS enthält auch nicht alle Straftaten. Verkehrs- und Staatsschutzdelikte, Zoll- und Steuerstraftaten werden nicht berücksichtigt. Und sie ist viertens beeinflusst von Unwägbarkeiten. Dazu gehört das Anzeigeverhalten des Bürgers, welches durch verschiedene Faktoren bis hin durch Einwirkung Dritter so stark beeinflusst sein kann, dass keine Anzeigen erstattet werden. Aber auch das Handeln der Polizei selbst beeinflusst die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Sogenannte Kontrolldelikte, die erst durch polizeiliches Handeln Eingang in die Statistik finden, können die Zahlen der PKS deutlich beeinflussen. Wenn die Polizei z.B. nicht mehr so viele Rauschgiftkontrollen durchführt, werden diese Straftaten nicht mehr in der PKS erfasst, und die Zahlen in diesem Deliktsbereich sinken zwangsläufig. Tatsächlich verändert sich an der Kriminalitätslage im Deliktsbereich Rauschgift gar nichts. Im Gegenteil,
Aufgrund der mangelnden Kontrollen muss sogar mit einer Zunahme gerechnet werden. Die schlägt sich aber in der Kriminalstatistik nicht nieder. Wer jetzt nur auf die statistischen Zahlen schaut, glaubt fälschlicherweise, dass sich die Rauschgiftkriminalität verringert hat. Und das gilt auch noch für andere Deliktsbereiche, wie z. B. im Bereich des Rotlichtmilieus, der Korruption, des Schwarzfahren und des Ladendiebstahls. Daran können Sie erkennen, dass die statistischen Zahlen der PKS gerade nicht die tatsächliche Kriminalität und auch nicht die realen Gefahren und Bedrohungen für die Bevölkerung widerspiegeln. Meine Damen und Herren, wenn es dem Innenminister und der schwarz-grünen Regierungskoalition wirklich um eine möglichst ehrliche und realitätsnahe Darstellung der Sicherheitslage in Hessen ginge, würde er einer eigenen Dunkelfeldstudie für Hessen zustimmen. Aber genau das tut er nicht. Bisher haben CDU und Grüne eine solche Dunkelfeldstudie abgelehnt, und auch heute wieder hat sich der Innenminister eindeutig geäußert, und zwar mit fragwürdigen Aussagen, eine solche Studie abgelehnt. Wieder abgelehnt. Hier stellt sich schon die Frage, warum die Regierungskoalition die Unkenntnis, also das Nichtwissen, dem Wissen vorzieht. Offensichtlich hat der Innenminister Angst vor dem Ergebnis. Ist doch aus der Dunkelfeldforschung bekannt, dass das Dunkelfeld oft erheblich größer ist als das Hellfeld, das die Kriminalstatistik darstellt. So ist z.B. aus einer Dunkelfeldstudie des Landes Niedersachsen von 2017 bekannt, dass je nach Deliktsbereich bis zu 94% der Straftaten nicht zur Anzeige gebracht werden. Würde sich das auch für Hessen bestätigen, wären die Aussagen des Innenministers zur inneren Sicherheit nicht nur Makulatur, sondern klar als Regierungspropaganda entlarvt. Herr Beuth und seine Regierungskoalition hätten jede Glaubwürdigkeit verloren, und das zu Recht. Die polizeiliche Kriminalstatistik allein ist nun einmal nicht ausreichend, um über das tatsächliche Kriminalitätsaufkommen und damit auch über die Sicherheitslage im Land annähernd verlässliche Aussagen zu treffen. Wer eine vernünftige Sicherheitspolitik betreiben möchte, bedarf nun einmal eines möglichst genauen Kriminalitätslagebildes. Aber daran hat die Landesregierung ganz offensichtlich kein Interesse. Warum wohl? Dem Bürger wird aber nicht nur hier ein X für ein U vorgemacht. Auch im Bereich der Extremismusbekämpfung wird er von CDU und Grünen getäuscht. Unter der Überschrift Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus wird dem Bürger vorgegaukelt, mit der finanziellen Aufstockung des Landesprogramms jede Form des Extremismus zu bekämpfen. Tatsächlich werden die Gelder schwerpunktmäßig zur Bekämpfung des Rechtsextremismus eingesetzt. Der Linksextremismus und Islamismus spielen hier so gut wie keine Rolle. Und das, obwohl der Verfassungsschutz in Hessen in seinem Bericht von 2018 feststellt, dass in Hessen den 1.475 Rechtsextremisten ganze 6.740 Linksextremisten und Islamisten gegenüberstehen. Genauer gesagt, 2.570 Linksextremisten und 4.170 Islamisten. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese schwarz-grüne Regierung zu den heimlichen Sympathisanten von Linksextremisten und Islamisten gehört. Und zwangsläufig fragt man sich, kann es sein, dass diese Regierung deshalb so nachsichtig mit diesen Feinden unserer Gesellschaft ist, um mit ihnen den politischen Gegner besser bekämpfen zu können? Man könnte fast auf den Gedanken kommen, die Investition der schwarz-grünen Landesregierung in zusätzliches Fachpersonal zur Bekämpfung von Hasspostings im Rahmen des Aktionsprogramms Hessen gegen Hetze erfolgt ergänzend dazu. Denn wie der Ministerpräsident und sein Stellvertreter bei der Vorstellung von Hessen gegen Hetze einvernehmlich mitteilten, geht es um ein gesellschaftliches Bündnis für Demokratie und Respekt gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Hetze.
Tatsächlich ignoriert auch dieses Aktionsprogramm den Linksextremismus und den Islamismus weitgehend. Darum wundert es auch nicht, dass der Innenminister in seiner Regierungserklärung kein Wort zum Linksextremismus verliert. An dieser Stelle darf ich auch daran erinnern, dass CDU und GRÜNE, aber auch SPD, DIE LINKE und FDP geschlossen unseren Antrag zur Bekämpfung jeder Art von Extremismus, also auch von Linksextremismus, hier in diesem Plenum einstimmig abgelehnt haben. Sie alle haben damit den Beweis geliefert, dass Sie politische Pharisäer sind. Wir fordern Sie deshalb auf, nicht länger auf dem linken Auge blind zu sein und den Linksextremismus sowie jede Form von Extremismus genauso zu bekämpfen, wie Sie es bei dem Rechtsextremismus auch tun. Herr Innenminister Beuth, es gäbe noch das ein oder andere Thema, an dem ich Ihnen aufzeigen könnte, dass Ihre propagandistischen Aussagen wie sicheres Jahrzehnt, sicheres Land im Gegensatz zu dem politischen Handeln von CDU und GRÜNEN stehen. Die mangelhafte Umsetzung, eigentlich müsste man sagen Aussetzung von Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern und Straftätern, ist dann nur ein naheliegendes Thema. An dieser Stelle kann ich nur feststellen, diese Regierungserklärung wäre besser mit der Überschrift versehen worden, erfolgreicher Start in ein sehr unsicheres Jahrzehnt. Das wäre ehrlicher gewesen und käme der Realität deutlich näher. Noch ein Wort zum Schluss. Herr Innenminister Beuth, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung die Erfolgsbilanz der hessischen Polizei hochgelobt. Das Engagement, mit dem die Polizeibeamten ihre Aufgabe wahrnehmen, hervorgehoben. Gesagt, dass die Polizei ihr Bestes gibt, und Sie haben ihr dafür von Herzen gedankt. Wenn Sie das alles ernst gemeint haben, dann haben die Kollegen und Kolleginnen mehr verdient als nur gut gemeinte Worte. Sie haben schon deshalb mehr verdient, weil Sie diese Leistung trotz schlechter Beförderungsmöglichkeiten, trotz Kürzungen im Beihilfebereich und trotz vieler Überstunden erbracht haben und sicher weiter erbringen werden. Unsere Forderung, in einem ersten Schritt in den unteren Besoldungsgruppen, die auch am häufigsten an der Einsatzfront stehen, eine deutliche Einkommensverbesserung herbeizuführen, wäre der angemessene Dank für die erbrachte Leistung. Folgen Sie unserem Vorschlag, in einem ersten Schritt alle mit Polizeibeamten besetzten Stellen der Besoldungsgruppe A9 und A10, um eine Besoldungsgruppe anzuheben. Damit würde auch der Beförderungsstau bei der A10, in dem viele Polizisten häufig über viele Jahre stecken, endlich aufgelöst. Und Ihre Danksagung wäre auch einmal glaubwürdig.